Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Das war ja nett. Scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Hey, warte auf uns! Kusch! Widerlich! Leute, seid ihr das? Nein! Hilfe! Wieso konnte ich mich nicht bewegen? Hört nicht auf. Oh, bitte Gott. Geh bloß nicht schneller. Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben,
Okay. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Die Hexenprozesse von Neuengland. Pfändungsbescheid. Diese Verfügung wurde vom Stadtrat am 17. Tag des Januars im Jahre 1692 ausgefertigt. Im ordnen wir an, dass ihr 2 Karukate Land am westlichen Fluss und dem grünen Hügeln. Alle Behausungen auf diesem Land müssen geräumt werden. Jegliches Vieh und werden beschlagnahmt und als Tilgung für den alten Vertrag. Dies deckt alle England entstandenen Kosten für, da sind 20 Pfund, 7 Schilling und 6 Pence und beendet alle zwischen den Familien. Ist es gestattet, gegen diese Verfügung Einspruch zu erheben? Muss jedoch im Rathaus vor dem Rathaus erscheinen, vor dem Stadtrat erscheinen bis in 7 Tagen. Gezeichnet Edward Rosewell. Da sind wir wohl gerade reingekommen. Moment. Jetzt sehe ich gerade geblitzt, also geblinkt, da ist was. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Schau mal hier! Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor! Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Was, wenn die Kleine jetzt richtig sauer auf uns wird, weil wir ihr Spielzeug verbrannt haben? Hast wohl recht. Okay. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Bereit zum Transport? Ich, Mary Milton, bestätige die Wahrheit der Bösartigkeit, derer ich Zeuge wurde. Vor dem Tag des Sabbats hielt Frau Amy bei der Esche eine Unterredung mit dem schwarzen Samuel, einen Geist in Form eines Hundes, welcher mit der Stimme eines Mannes sprach. Dann drehte sie sich dreimal im Kreis und stimmte zu, dem Geist zu dienen und ihm die Kinder des Dorfes zu bringen. Danach bastelte sie eine Puppe und belegte sie mit einem Fluch, der diejenigen treffen würde, die sich ihr entgegenstellen.
Solcherlei und andere garstige Dinge habe ich gesehen. 25. Februar 1692. Simon Carver. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Amy Lambert, die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptete, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carvers ließ dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Hat der mich jetzt erschreckt? Warum kommt der jetzt von da? Der war doch eben noch auf der anderen Seite. Das ist der Prozess, den wir auf der Wache gesehen haben. Schauriges Déjà-vu. Ja. Aber anscheinend kommt hier keine Vision bei. Ich hoffe ja auf die nächste Vision, weil die letzte hat zumindest einer das Leben gerettet, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt so sonst ausgewählt hätte. Wahrscheinlich ja. Oh, das ist ein Fenster. Klebt denn so ein Ding aufs Fenster drauf? Sollte ich mich da noch umschauen vielleicht? Nee, oder? Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Achso, sie ist hinter mir. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war's in einem früheren Leben. Das
Also wenn ich mir so ihren Hals ansehe, bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher, ob die überhaupt noch leben. Da geht's nicht durch. Okay. Lass mich doch mal gucken. Den können wir wahrscheinlich nicht noch mal ziehen. Aber wir haben noch eine Tür. Sperrt. Was natürlich nicht so gut ist. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja, ich krieg einen Zehner. Von wegen, hab die Wette nie angenommen. Na gut. Tja, Junge. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Achso! Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Komm, hier lang. Die sehen so echt aus. Gruselig. Was ist? Ich hab... Da war gerade etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne. Also sorry Leute, dass ich hier immer wieder so extrem still bin bei dem Spiel, aber wo bist du? Müssen wir das jetzt nochmal extra untersuchen? Nee, da kommt nur das Gleiche raus, ne? Ja. Dass ich so extrem still bin, aber ich möchte die Spannung bist du's? Nicht durch Taylor? Reden unterbrechen. Hatten wir die schon? Okay. Bete nun zu unserem Gott, dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Taylor! Alles okay? Was ist los? Komm schon! Was war das? Die Stimmen! Ich hab mich selbst gesehen! Mich selbst angestarrt! Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber... Sie war ich! Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich, sie... wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße!
Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Wie synchron das hier alles geht. Okay, haben wir denn hier irgendwas? Oh, Moment, da ist noch was. Da ist eine Waffe. Können wir die nicht mitnehmen? Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Nimm du es. Nur zur Sicherheit. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie angegriffen wird und dass sie wohl als Nächste dran sein könnte. Es kann aber natürlich sein, dass wir jetzt unser Todesurteil unterschrieben haben, indem wir das Messer halt eben selbst nicht mitgenommen haben. Das ist immer so eine Sache, ne, bei diesem Spiel. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir sollen zu den anderen, glaube ich, ne? Also die sind doch hier durchgegangen und dann links, oder? Genau, hier sind die hängenden Typen. Die fallenden Typen. okay. Hey, sieh mal hier. Die hier gezeigte Puppe gehörte vermutlich einem Kind aus dem späten 17. Jahrhundert. Gruselig. Hey, warte, ich hab's. Das ist bestimmt die Puppe, die das Mädchen vorhin hatte. Meinst du? Echt seltsam. Seltsam? Das ist nicht seltsam, sondern ein Albtraum. Ich will hier raus und das so schnell wie möglich. Einverstanden. Ja, einverstanden. Kriegt der hier vielleicht irgendwie eine Vision? Weil der tat sich ja gar nichts. Ja, er kriegt auch keine. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal den anderen hinterher. Komm schon, da geht's lang. Oh, hallo. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Jetzt endlich hat jemand eine Waffe. Das könnte nützlich sein. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Naja, der Letzte hat uns auch nicht wirklich geholfen, aber wir hören uns mal an, was er zu sagen hat. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später.